Hey ho, meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei Cola. Und ja, es ist immer noch aktuell, also ich höre immer noch nichts, aber macht ja nichts. Wir versuchen uns jetzt erstmal irgendwie zu orientieren, und zwar am Kompass. Und wir müssten nämlich, also laut meiner Meinung hier, müssen wir nach 7 Norden, das ist ja hier oben irgendwo, ja hier, und 52, also hier irgendwo müssten wir hinkommen. Das ist halt die Frage wie, ne? Wir müssen halt einfach mal auf den Kompass achten und müssten so in die Richtung laufen. Das, Moment, wie geht das runter? So, das wäre Norden. Also wieder zurück. Hey! Naja gut, aber ich würde einfach mal sagen, wir halten uns dann einfach mal hier an dem Punkt auf. Vielleicht springt das ja irgendwas und man weiß es ja nie. Eventuell hat man Glück, aber ich könnte schwören, dass dieser Monolith, oder wie das Ding hier heißt, das hier, da hinten ist. Da könnte ich alles drauf wetten, wenn ich ehrlich bin. Weil die Gegend kommt mir so krass bekannt vor, auch wenn man das jetzt nicht glauben mag, weil es eine komplette Schneegegend ist. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher. Gut, wir laufen erstmal ein paar Meter da lang und dann drehe ich einfach mal um und gucken. Dann gucken wir uns da hinten mal um. Vielleicht liege ich ja doch richtig oder vielleicht spinne ich auch einfach nur rum. So, was sagt denn der Kompass? Ja, wir können einfach mal gucken. Wir brauchen ja noch ein paar Dinge, ne? 45N könnte mir noch gehen und 62N. Tja, 45N. Das sieht doch stark hier danach aus. So, was welche Richtung war das noch? 45 und 84 müsste das sein, ne? 45, 84. Mitten im Wald. Yeah, das wird geil, Alter. 62 und 47. Also wir sind eigentlich schon gut vorangekommen, muss man sagen. 62 und 47, ne? Hier irgendwo. Ah, ich hätte schwören können, wir waren schon mal da, aber anscheinend ja nicht. Ja, das Schwerste wird wohl sein, das hier oben zu finden, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll, ne? Interessant auf jeden Fall, meine lieben Freunde. Oh Gott. Alter, ich dachte, ich sterbe jetzt gleich wieder, ne? Ging aber gut. Ging gut, ging gut, ging gut. Wir werden jetzt einfach mal gucken, wo wir hier ankommen werden. Weil normalerweise müsste es aber auch hier in Richtung Wald irgendwie gehen, ne? Das ist schon sehr verwirrend gerade, muss man zugeben. Aber wir schaffen das. So, ganz cool bleiben. Was heißt dieser Fahnenmast hier? Was auch immer das sein soll. Irgendwo in die Richtung, schätze ich mal. So. Tja, ist halt wirklich die Frage, ne, wie man sich jetzt hier orientieren soll. Vor allem mit so einem Gammel. Oh Gott. Oh Gott. Es fängt wieder an. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Ich habe keine Ahnung, wohin ich soll. Oh, 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 oh. Ich meine, die rennen da ja hin und normalerweise, ich weiß nicht, ob die da drinnen sterben. Ich glaub's mal nicht. Die wiederum rennen jetzt weg. Das grenzt am Mobbing. Die Frage ist halt jetzt wirklich, ob ich das schaffen kann und warten müsste einfach nur ein bisschen. Meiner Meinung nach bin ich aber gleich wieder tot, ey. Das kann ich vergessen. Vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn, 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 renn. Alter, ich schaff's. OMG. Ich dreh durch. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. 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 Wir sind vorbeigekommen. Und jetzt müssten wir im Wald sein, oder? So wie die Sache aussieht. Sieht das doch sehr geschmeidig aus. Aha, okay. Das macht wieder Hoffnung auf mehr, oder? Jetzt ist halt nur die Frage, wo lang? Der Baum sieht aber auch sehr komisch aus. Da will ich hin. Da will ich hin, da muss ich hin, oder? Ja, da ist ein Zettel. Ja, ja, ja. Was ist das? Wird gespeichert. So, wir versuchen es mal, meine Freunde. Bald ist Sonnenuntergang. Ich sehe es vor mir, als wäre ich selbst dort. Als stünde ich mitten im Wald. Ich weiß nicht so recht, was mit der Realität los ist. Ich schreibe mit meinem eigenen Blut auf einem Baum. Meinen eigenen Namen, Anton. Nein, nicht mein, seine. Bald ist Sonnenuntergang, orange-roter Nebel, überall orange-roter Nebel. Ich sehe, wie ihre Leichen aus dem Wald kommen. Ich höre einen Schrei, einen markerschütternden Schrei des Entsetzens. Ist das meine Stimme? Ich glaube schon. Wo ist Anton? Wo ist der hergekommen? Wie ist der hereingekommen? Bald ist Sonnenuntergang. Er ist in mir, er ist in meinem Kopf. Er kommt durch meine Augen. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Er hat keine Seele. Wo ist Anton? Ich falle in einen bodenlosen Abgrund hinein in die Schlucht. Tote, verwesende Hände greifen nach mir.
Ich kann flüsternde Stimmen hören. Jetzt gehörst du uns. Du wirst uns nie mehr verlassen. Ich rufe ihn, ich rufe Anton. Wo ist Anton? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sehen. Aus meinen Augen fließt Blut. Ich muss fliehen, ich muss entkommen, ich muss anfangen zu laufen. Bald ist Sonnenuntergang. Wow, krank. Definitiv. Oh, das ist ein Schuh. Ui. So, wo hatten sich jetzt hier gerade einen Zettel aufgetan? Müsste man halt wissen, wo man noch keine Zettel hatte, ne? Da, da, ja, ja. Ist das gut, ist das schlecht? Ich habe gar keine Ahnung. Müsst ihr, oder? 43,96 steht hier aber gar nicht. Aber er wurde durchgestrichen. Ach, es wurde korrigiert. Das sind, ach so, das sind ungefähre Werte. Geil, okay, das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den schon mal gefunden. Wenn wir jetzt eigentlich, Freunde, diesen Weg entlang laufen, durch den Wald hindurch. Ne, warte mal, ich glaube, der Wald ist das, wo der Nebel ist, schätze ich mal. Das müsste Sinn ergeben. Ja, doch. Und dann kann man hier zurücklaufen. Hier entlang. Und dann findet man eventuell irgendwann dieses Ding hier unten. Hier müssten wir hin, ne? Kann man probieren. Das ist ja mal fett interessant gelaufen gerade. Wow. Schöner Baum. Also irgendwie hat er was, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich versuche gerade mal außen rum zu laufen, noch irgendwas zu suchen. Aber da ist tatsächlich ein Dings, ne? Ein Schuh. Krass, okay. Jetzt halt die Frage, wo lang jetzt, ne? Wüsste ich echt mal gerne. Hier kann man, glaube ich, nicht lang. Nein. Okay. Oh Gott. Oh, 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 oh. Es hat gespeichert. Okay, das habe ich gesehen, stimmt. So, dem sind wir entkommen, das ist gut. Ach, guck mal hier, 39,96. 39,96. Ja, hatten wir schon. Das ist dieser Zettel. Das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Ich würde zwar immer noch gerne zu diesem Licht da oben hinkommen und wir haben es immer noch nicht dahin geschafft. Ich weiß noch gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Tja, momentan ist das hier irgendwie ein bisschen übel gerade. Weil ich halt, wie gesagt, habe keine Ahnung, wohin ich soll. Aber gut, wir schaffen das, meine lieben Freunde. Wir haben auch diesen verdammten Baum gefunden. Wir brauchen also nur noch zwei Dinge. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir diese zwei Dinge gefunden haben. Aber ich bin fett gespannt, wenn ich ehrlich bin. Boah, wir müssen jetzt erstmal wieder langsam laufen. Langsam. Tja, das Einfachste wäre wirklich, wenn man jetzt hier zu einem Lagerfeuer zurückgeht. Gibt es hier noch ein Lager? Hier gab es noch ein Lager. Da könnte man hier diese Strecke laufen. Theoretisch. Das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd, ne? Aber gut, zuerst muss man halt ein Lager finden, womit man sich teleportieren könnte. So, das müsste jetzt eigentlich die Richtung des Waldes wiederum sein. Nur mal so geschätzt, ich weiß es natürlich nicht, ne? Weil, naja, orientiert euch hier mal, ne? Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man sieht keinen orangenen Nebel mehr, also irgendwas ist hier passiert. Vielleicht, weil wir was Neues aufgedeckt haben oder sonst irgendwas. Das ist echt spannend, also in der Hinsicht gefällt mir das Spiel so extrem, das glaubt mir kein Mensch. Ich meine, ich höre keinen Sound und zieh's durch, das muss man sich mal geben. Also irgendwas hat dieses Spiel an sich, dass man sich so foltern lässt, ne? So, doch, das ist doch echt hier dieser Weg gewesen. Das ist hier. Hier waren doch auch mal Gegner auf dem Wasser, oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht mehr genau, aber ich könnte schwören, dass hier oben irgendwo ein Gegner war. Kann aber auch sein, dass ich einfach nur bekloppt bin. Beziehungsweise ich komme gar nicht da hoch. Okay. Oh, warte mal, wo laufe ich denn hier lang? Oh. Achtung, gleich glitsche ich wieder das Spiel. Nö. Sehr cool, wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Das ist jetzt eine Frage für sich, wo es hier hingeht, aber ist ja auch egal. Kann man hier drauf laufen? Ja, man kann. Ach genau, da ging es doch zu einer Höhle. Oder? Ich sollte aufhören zu sagen, ach genau, weil ich habe eh keine Ahnung, wo ich langlaufe. Wir laufen einfach mal hier hoch, weil irgendwann müssen wir mal ein Lagerfeuer erreichen. Oder eine Raststätte, ein Lagerplatz, wie man es halt nennen möchte. Weil ich möchte mich echt nach unten teleportieren und dann mal eine faire Chance abgeben. Und wenn wir das geschafft haben, Freunde, dann teleportieren wir uns wieder hier nach oben und ziehen den Rest durch. Also das schaffen wir, da bin ich echt sicher. Momentan haben wir echt eine gute Motivation. Vor allem, es fehlen ja nur noch zwei. Das ist schon sehr schön, muss man zugeben. Es geht hier wieder in eine Höhle. Ja, wir gehen hier weiter. Ist schon echt krass gerade, weil man echt gar keine Ahnung hat, wo man sein könnte.
Kann es sein, dass wir wieder ganz da hinten sind? Oh, warte mal, hier geht's auch nochmal hoch. Da waren wir aber definitiv schon. Ich weiß, das sage ich jetzt schon zum 10. Mal. In meinen Augen war ich hier schon überall. Auch am Baum war ich schon. Ich war schon überall. So, sehr verwirrend auf jeden Fall. Ja, ich wünschte echt, dass wir eine gute Stelle finden könnten. Zum Beispiel ein Lagerfeuer oder so. Damit könnte man schon wieder was anfangen. Man muss halt auch dazu sagen, das Spiel verspricht eigentlich Horrorelemente. Davon habe ich ja so viel noch nicht gespürt. Ist aber auch mal angenehm. Ich meine, es ist auch eine ganz eigene Atmosphäre, wenn man hier einfach, keine Ahnung, komplett orientierungslos hier rumläuft. Man darf sich halt nicht verwirren lassen und vor allem darf man nicht aufgeben. Aha, wir sind wieder hier gelandet. Okay, dann gibt es hier oben ein Lagerfeuer. Sehr schön. Sehr, sehr gut, meine lieben Freunde. Das gefällt mir. So, was ich aber komisch fand, muss ich zugeben, wir haben ja diesen komischen Steinaltar gefunden. Und ja, der ist trotzdem nie aufgeploppt, ne? Oder diese Kerzen sind damit gemeint, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt. Ist mir auch egal. Hier ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Hier speichern wir auch. Speichern. Und dann gehen wir jetzt hier hin. Und passt auf, Freunde, wir machen das jetzt ganz gerissen, weil wir probieren jetzt echt mal unseren Kompass zu benutzen, so gut wir können. Und zwar müssten wir eigentlich Richtung Süden. Ne? Also South und dann, ja, ist halt schwer, mal die Richtung zu entscheiden. Halt Osten hier so ein bisschen. Nordost kann man dann sagen. Also, probieren wir es einfach mal. Fangen wir erstmal hier an, ne? Ganz, ganz locker bleiben. Wir kommen jetzt aus der Höhle raus und müssen Richtung Süden. Probieren wir. Oh, Moment. Kompass. Kompass. So, wir kommen aus der Höhle raus. Und müssen Richtung Süden. Laufen wir gerade. Sehr geil. Okay, warte. Oh, da hat die Karte gerade selbst so gehalten. Sehr schön. Richtung Süden kann auch gleich der Tod bedeuten. Deswegen laufen wir mal lieber wieder hier lang ein bisschen. Ja, war jetzt nicht so ganz richtig. Warte mal, ich glaube eher, wir müssen hier hoch. Ah, ja, ja, hier ist die Kirche. Die Kirche müsste ja irgendwo abgebildet sein. Ja, ist auch scheißegal. So, auf jeden Fall Richtung Süden müssen wir laufen, ne? Wir haben halt leider keinen Weg oder sonst irgendwas, woran man sich jetzt noch orientieren könnte. Aber ich denke mal, das wird klappen. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, man muss schon sagen, das hilft auch nicht so 100% viel, ne? So, auf jeden Fall, wir haben jetzt hier den südlichen Weg beschritten. Also ich vermute mal, wir sind das alles hier gelaufen. Kann sein, muss aber nicht. Jetzt müssten wir, ja, nach Osten ungefähr. Das wird ein bisschen hart. Warte mal. Da, in die Richtung. Siehst du, ich wäre schon falsch gelaufen, ne? Würde ich nicht auf den Kompass achten, wäre ich wahrscheinlich echt schon falsch gelaufen. So. Nicht allzu weit laufen. Da ist die Kirche. Meiner Meinung nach war die Kirche immer hier, oder? Kann jetzt nicht schon die ganze Strecke hier gelaufen sein. Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Ja gut, scheißegal. Jetzt vermuten wir einfach mal, dass wir an der Kirche sind. Dann müssten wir jetzt ja wieder Richtung Dingsbums runterlaufen. Wäre ja dann... Wäre das die Richtung? Nein, das wäre Norden. Moment. Hier müssten wir runterlaufen. Hier. Das ist echt schon heikel. Also wenn man es mit dem Kompass probiert, braucht es eine halbe Ewigkeit. Aber vielleicht dient es ja einem guten Zweck. Schön weiterlaufen, Master. Wir haben ja Zeit. Sehr gut. Ist es ein weiter Weg? Das kann man festhalten auf jeden Fall so. Deswegen vermute ich jetzt noch was Gutes dahinter. Ja, okay. Schauen wir mal auf den Kompass. Was ist denn jetzt los? Also wir müssten dann irgendwann auf jeden Fall wieder Richtung Osten einbiegen. Wenn ich das mache, bin ich tot, oder? Nee, nein, 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 nein. Hier geht's runter. Okay, cool. Ja, das ist doch sehr schön. Aber egal, meine Freunde, bevor wir weitermachen, würde ich erstmal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.